Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Alan Wake. Das letzte Mal sind wir in dieser Mine stehen geblieben. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Ja, das hast du uns beim letzten Mal auch schon gesagt. So, dann schauen wir uns mal hier ein wenig um. Oh, da geht's tief runter. Da wollen wir nicht hin. Nein. Mal schauen, was haben wir ja? Ah. Gut, dass sich das Ding auch direkt mitdreht. Los. Junger Dichter, spring. Spring. Eine Leiter nach oben. Und dann... So. Ich glaube, so... So müsste reichen eigentlich, oder? Hopp. Kommen wir da irgendwo hin? Die Frage ist, springe ich jetzt darüber? Kann ich da auf die Leiter... dann kann ich da über die Leiter... Ich glaube ja, oder? Oder ich versuche hier hoch zu springen. Das ist eine Leiter ins... Nirgendwo. Ich springe einfach mal hier runter. Hopp. So. Ach so. Wahrscheinlich müssen wir sogar diesen Weg hier. Dann klettern wir hier mal hoch. Gut, dass hier alles so gut ausgeleuchtet ist. Niemand hier, aber alles brennt. Naja. Besser als von irgendeinem Schatten verfolgt zu werden. Ach so. Das war nur eine Leiter, die hier oben feststeckte. So. Ja, dann fahren wir jetzt mal den Kran nach oben. Klettern wieder nach oben. Und entkommen hoffentlich sofort dieser Mine. Wobei dieser Abschnitt hier glücklicherweise relativ ruhig war. Okay. Oh, das knatscht. Irgendwie habe ich Angst, weiterzugehen. Aber irgendwie habe ich auch Angst, stehen zu bleiben. Ah, wir sind draußen. Endlich draußen. Los. Und ha. Wir mit unserem mächtigen Tritt. So, zum Mirror Peak Aussichtspunkt gelangen. Ich glaube, da müssen wir dann mit der Seilbahn rüber, oder? Also der Punkt zeigt auf jeden Fall jetzt zurück. Also ist das hier wahrscheinlich Spaß. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wir müssen auch mal ein bisschen die Aussicht genießen dürfen. Leuchtfackel, Leuchtfackel, Leuchtfackel. Und höher. Gut, dass unser junger Schreiberling so viel Kraft in den Armen hat. Das finde ich aber mal... eine Manuskriptseite. Das finde ich auch immer so faszinierend in allen anderen Spielen. Man rennt den ganzen Tag, man hängt den ganzen Tag und das interessiert ihn nicht. Tor schlägt Schwester Sinclair. Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Tor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.« Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. »Das ist unsere Comeback-Tour, Baby.« Eieiei. Was ist da denn los? Das hört sich irgendwie nicht gut an. Ui. Cool.
Das ist mal echt ein cooler Aussichtspunkt hier. So, klettern wir mal wieder runter. Naja, und dann gehen wir jetzt mal weiter. Weiter. Stolpern die Treppen runter. So. Hopp, hopp, hopp. Och nö. Mist. Los. Verzieht euch. Gut, dass sie nicht so viel aushalten. Okay. Dramatische Musik ist zu Ende. Ich glaube, wir sind sicher. Vorerst. Das ist immer das Schöne. Man erkennt sofort an der Musik, ob die Gefahrensituation zu Ende ist. So, dann schmeißen wir mal den alten Generator an. Und ab. Bleiben hier mal im Licht stehen. Und ja, echt toll. Wir haben ja glücklicherweise so super... Oh, Gegenstandslimit erreicht. Maximal übertrieben. Wir haben ja so eine super Erfahrung mit eben diesen Seilbahnen. Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, dass jetzt gleich, vor allem weil hier das Ding offen ist, dass jetzt gleich nochmal die Krähen angreifen? Oder das Ding bleibt stecken. Irgendwas passiert doch. Da. Au. Los, verzieht euch. Au. Hey. Schaukelt doch nicht, liegt doch nur so rum. Ich bekomme Angst. Was zur Hölle? Jetzt ist auch noch der Dunkelriese unter uns, oder wie? Oh nein. Oh. Au. Schnell raus. Das ganze Seil ist gerissen. Och nö, nicht ihr schon wieder. Doch nicht, ganz ehrlich, bitte doch nicht so nah am Abgrund. Ihr könntet runterfallen. Super, und wir laufen natürlich auch genau drauf zu. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Sag mal, von Bahnregen haben die ja heute aber nichts gesagt. Vorsicht, schwerer Hagelsturm. So, Kontrollpunkt erreicht. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Wobei, antworten Sie mir besser nicht. Ach nee, jetzt kommt auch noch die Dunkelheit. So, was haben wir? Ja, das war irgendwie klar. Thank you.
Ey! Au, Mann, das tut weh. Ah, ich bin gestorben. Verdammt. So ehrlich, Leute, das tut doch weh. Das tut mir mehr weh als euch. Gut, ich glaube, das ist denen auch herzlich egal, aber... Nee, ich tausche das nicht. Ich ziehe einfach mal sofort weiter. No. Au. So. Lasst mich. Ich habe euch nichts getan. Vor allem, ich dachte, das Dunkel braucht mich lebend. Und nicht tot. Blitz und Donner. Eine Errungenschaft. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss etwas mehr aufpassen. Glaube ich. Das Problem ist, diese... Die so geduckt laufen, die sind ziemlich schnell im Angriff. So. So. Einfach so. Ich hab nicht mehr Schuss. So. Wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr noch... Licht, Licht, Licht! Ich weiß, dass ihr nicht mehr da seid. Jagdgewehrmunition. Revolvermunition habe ich schon. Maximum. 3 Leuchtfackeln. Ach so, das sind unterschiedlich. Ah. Ach so. Ah. Das sind unterschiedliche Munitionstypen. Noch nö. Nicht eine. Kren, ich hab euch doch schon gehört. Natürlich müssen wir dafür auch noch über eine alte, baufällige Brücke. Ja, guck mal. Die bricht ja jetzt schon unter uns zusammen. Ich habe Angst. Vor allem... Ach so. Ey. Schnell runter von der Brücke. So. Wir haben es überlebt. Schon wieder solche Flecken. Und die Flecken lotsen uns in den Wald. Ja, ja. Was ist drin? Leuchtpistolenmunition. Oh, jetzt haben wir 11 Schuss Leuchtpistolenmunition. Ich hoffe, wir verlieren sie nicht allzu schnell wieder. Das traue ich dem Spiel zu. Da oben? Okay, die Brücke ist zerstört. Dann müssen wir wohl außen rum. Eine Manuskriptseite.
Mod am Cauldron Lake. Mod hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft. Nirgendwo eine Spur der Wakes. Es war dunkel, als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand. Das ergab keinen Sinn. Sie mussten falsch abgebogen sein, aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden. Mod stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke, die einst zur Divers Isle geführt hatte, bevor sie versunken war. Der Boss würde nicht erfreut sein. Ich muss ganz ehrlich sein, also irgendwie bestärkt sich in mir immer stärker das Gefühl, dass wir einfach nur eine Einbildung sind. Eine weitere von Wakes Fantasiegestalten. Eine, in der er sich selbst verewigen wollte. Naja. Wir werden's hoffentlich am Ende erfahren. Drücken! Naja, das war eher tackeln als drücken, ne? Ja, komm. Mach alles kaputt, was du findest. Mach Lärm. Ja, die Leute könnten dich ja nicht jetzt schon gehört haben. Das sieht irgendwie... Oh, nö. Müssen wir jetzt echt durch den Keller? So. Eine Thermoskanne. Ich will da durch. Ich darf aber nicht. Oh, Mann. Das ist so gemein von den Entwicklern. Da ist man so nah dran und bekommt keinen Kaffee. Naja, ich glaube, ich lade jetzt erstmal hier nach. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als hier in den Keller zu gehen und wir kommen auch nicht mehr zurück, so wie es scheint. Ah. Na komm, tritt die Tür ein. Was? CW und TZ? You talk to me on TV, Tom. Tom. I miss you, Tom. Did you write this? Tom, 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 Tom. Tom, Tom. I curse you, Thomas Zane. Okay. Ein bisschen strange. So, dann schauen wir uns hier mal um, ob es hier irgendwas gibt, was uns interessieren könnte. Hier drin? Nein. Ja, dann gehen wir mal ins Erdgeschoss. Durch die Bergruine gehen. Schrotflintenmunition. Das ist doch schön. Was haben wir hier? Jagdgewehrmunition. Irgendwie finde ich das hier nicht gerade einladend. Könnte daran liegen... Ach, Leuchtfackellimit erreicht. Könnte daran liegen, dass wir jetzt irgendwie in einem, naja, einsturzgefährdeten Gebäude sind. Das war klar. Und natürlich... Ja, auf einmal. So. Geh doch hier einfach hoch. Hui! Sag mal, spinnst du eigentlich? Weißt du, wie gefährlich so eine Axt sein kann?
gefallen. Ja, los, los, kommt runter. Haut euch. Ach, lad schneller nach. Gut, dass unser Schriftsteller so gut zielen kann. Ich meine, er hat zwar eine Taschenlampe, aber ich könnte nicht so gut zielen. So. Deswegen lagen hier so viele Leuchtfackeln rum. Habe ich ja nur einen Verlust von einer Leuchtfackel. Hurra. So. Dann springen wir hier mal rüber. Stürzen uns hier aus dem Fenster über den Balkon. Und wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Und endlich können wir unseren wohlverdienten Kaffee holen. So, dann schauen wir mal. Aha. Zum Mirror Peak Aussichtspunkt. Ist immer schön, wenn ganz urplötzlich irgendwelche lauten Fahrzeuge vor dem Fenster rumfahren. Naja. Oh wei, oh wei. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Aha. Okay. Mir fällt gerade auf, wir haben ja nur noch 10 Schuss Revolver. 10 Schuss für den. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Ich musste schnell dorthin, deswegen ging ich in die andere Richtung. Nein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wake! Sind Sie das? Wake! Hey, ich bin hier! Ich komme! Ich komme! Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er vor uns schreit, bitte, bitte! Hallo? Alan Wake. End of episode 3. Ja, wahrscheinlich werde ich... Ja, aber... Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Da hat die Witwe echt den... Da hat sich herausgestellt, der Entführer hatte doch nicht unsere Frau und die Witwe bringt ihn dann auch noch... Naja, was hat sie jetzt mit ihm gemacht? Ich meine, wir wissen nicht, ob sie ihn getötet hat. Sie hat ihn erstmal nur mitgenommen. Ja, und wir sind in den Fluss... wir sind in den See gefallen. Wir sind fast gestorben, aber irgendjemand hat uns gerettet. Aber wer? Naja...
Ich glaube, das wird sich zeigen, wenn wir Episode 4 spielen.